choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Oh. Entschuldigung. Du denn direkt hier hüpfen, ey. Ja, wir sind heute zurück in Honkai Star Rail. Wir machen weiter in der Story von Pinakuni. Schaut euch diesen Typ an, während der Regenbogen kotzt. Und ja, wir sind hier in der goldenen Stunde, aber eigentlich wollen wir gar nicht hier hin, ne? Wir wollen hier in, wir müssen wieder hier, wir wechseln zu Robin. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht gerade so gut erinnern, wo wir letztens aufgehört haben, aber wir sind bei Robin anscheinend, ne? Gut, ja, nein, ich kann mich nicht erinnern, ist schon ein bisschen her, ist schon wieder eine Woche her, seit ich aufgenommen habe. Und ja, wir sind hier, machen weiter. So, ich muss aufpassen, für den Autos kann man wortwörtlich überfahren werden. Und ja, wir gucken mal hier. Hat sich wieder nicht viel getan, so auf Screen. Ich habe ja fast einmal meine Charaktere schon voll hochgelevelt und so, ne? Das Event. Noch 23 Tage habe ich noch Zeit. Ich habe dieses Event hier auf Screen gemacht. Das ist eigentlich jetzt nicht so interessant gewesen. Das ist jetzt hier. Man hat hier diese Möglichkeit, hier einige Charaktere zu entsenden. Und dann nach ein paar Stunden kommen die dann wieder an, ne? Und, ja. Dann kriegt man halt Belohnungen, ne? Also wenn man jetzt 20 Stunden oder irgendwie so hat wartet, dann kriegt sie ja aber nicht diese Dinger, um Lichtkegel hoch zu leveln, Erfahrungspunkte, Geld und so, ne? Die kann man immer ja jeden Tag verschicken, alle 20 Stunden. Und das war ja wortwörtlich diese Mission, ja, ne? Du hast irgendwie so eine Mission gehabt, also oh, sende für 8 Stunden irgendwie jemanden dahin und dann kriegst du Belohnungen. Und ja, das war eigentlich alles. Da ist halt Informationen von dem Bootle-Typen hier bekommen und mehr war das eigentlich nicht, ne? Also war jetzt nicht sehr sehr interessant, fand ich. Also da gab es jetzt nicht viel zu tun. Man kriegt doppelte Belohnungen im simulierten Universum, habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Und ja, hat sich jetzt nicht viel getan. Ich glaube, alle Charaktere, die ich benutze, waren schon alle Level 80, ne? Ja. Bin schon wieder neue Charaktere auf Level 80 am bringen. Und ja. Aber hat sich im Moment nichts getan, ne? So, gut. Machen wir einfach weiter, ne? Als Welt. Genau, da war so ein Betrunkener, der wollte irgendwie mit Robin reden. Genau, Sonntag ist auch hier. Wir haben uns ja alle getroffen. Und ja. Guck mal, was jetzt hier passiert, ne? Wir haben den Uhrmacher, glaube ich, getroffen im letzten Part. Und jetzt sind wir hier. Bootle und Danhang sind auch auf dem Weg nach Pinakuni jetzt. Die wollen, glaube ich, mit dem Zug wegfahren. Also ein paar Sachen passieren hier gerade. Gucken wir mal. Oh, der Mond ist wunderschön. あいつら家財道具を売り払ってまでピノコに肉のはやめろなんて言ってきましたが、全く朝霞の考えだ。家財道具を全部売る。どうしてそこまで？どうして？どうしてって故郷の暮らしは苦しくて人間らしく生きることができなかったからですよ。 やっぱりピノコにはいい。ここは美しい夢しかない。苦しみもなく、明日のために悩む必要もなく、やりたいことは何でもできる。これこそが生きているということだ。最高。これは本当に生きていると言えるの？お嬢さん。
今何て言いました？ほら、グラークス通りは車が多くて危険です。ハウンド家の者に近くのエリオンパークまで送らせますから、そこで引き続き美しい夢を楽しんではいかがですか？ああ、ええ、あなたの言う通りですね。さすがは美しい夢の導き手、私の救世主だ。それではまた、サンデーさん。 Alles klar. Bleib clean. どうしました、ロビン。夢の地にいるのになぜ人々はこんな生活を送っているの。さっきの人はちっとも幸せじゃないわ。どんなに甘い夢であっても、それは所詮目に見えない、 手も触れられない幻に過ぎない。なのに彼はそれを生きるための唯一の選択として現実の未来さえ放棄した。そんなの生きているとは言えないでしょう。ああ、私としてはそれはむしろ普通の人間のあるべき生き方だと思いますがね。どうして あなたはさっきあの方が美しい夢で命をつないでいることを生きているとは言えないと言いましたが、それは違います。ピノコニーがなくても人々はそれぞれの幻覚の中で生きている。自己価値と呼ばれる幻覚の中で人は常に自分は何らかの価値を実現するために存在していると思っている。 Wir nennen es Get Alive. <笑>価値とは無から生み出せるものではなく、その総量にも限度がある。そのため価値を実現するには他者から奪わなければなりません。こうして弱者たちは搾取され抑圧され。 兄様はそんなことはあってはならないって言いたいのよね。はい。しかし皮肉なことに、人々はそれが間違っているとは思いません。なぜなら彼らは一貫してその儚い自己価値を絶対の基準としてきたからです。それは弱者も同じこと。敵者生存、弱肉強食。 世の中にあふれる全ての悲劇はそれに由来しています。そしてピノコニーが美しい夢とされているのは、そこから抜け出したいと考える人々に安眠の地を提供しているからに他なりません。ここに悲劇はなく、ただ幸福だけがある。雛形だけではありますがね。これこそ私たちが思い描く楽園の姿ではありませんか。 Lass mich rein, wir treffen noch vier andere Leute, die genauso hier. Ich kenne das Spiel, ne? Wir werden jetzt noch 15 andere Leute sehen, die genauso drauf sind. Das Spiel macht das dauernd so. Um die Nachricht so richtig in uns irgendwie reinzudrücken. So, ich habe gesehen, ist so ein Teleportanker, ne? Ja, ich liebe auch Clockboy. Warte, ich höre einen Vogel. Ich habe ja schon alle Vögel. Hat er gehört gerade so? Hi, hi, piep, piep, piep. Ja, genau das. Ich höre irgendwo einen Vogel. Habe ich einen Vogel? Vogel? Welcher Vogel? Okay. Ist so der Vogel? Dösch. Ist er tot. So. Robin-san, wiedersehen. Chōwa-Zeremonie ist gut. Alle sind gut. Ich freue mich auf die Zeremonie. Gut. Danke.
Ich dachte, wir wollen dann absagen. Aber sieht man den Aufnahmen? Nee, ne? Ich habe den Screen ein bisschen kleiner gemacht, größer. Sieht man aber nicht, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich baue jetzt nicht so. Das ist ein rundenbasiertes Spiel hier, also ich baue nicht so. So sicher gehen, dass ich alles sehe. いろんな夢の青を好きなように体験できて、いくら食べても太らなくて病気にもならなくて年も取らない。部屋代さえ払えばここは最高の楽園です。でもあなたも知っているでしょ。無教から現実に持ち帰れるものはとても限られているって。だから持ち帰らずに夢の中で遊び尽くそうと思っています。 私は長命者じゃないので、寿命はせいぜい60周年。あんまりたくさんのことを気にしていたら、楽しくなんて生きられませんから。この美しい夢の中でなら、私は自分で自分の人生を決められて、本当に自由に生きられる。こんな旨味を味わってしまったら、帰りたいと思うわけがないでしょ。わかったわ。 あなたの幸せを心から願ってる。私もロビンさんの講演が成功することを願っています。それじゃ、私はブルーの時のダンスパーティーに行くので、これで失礼しますね。Okay, geht zu deiner Tanzparty. さっきのお客様の言い分もあなたを満足させられなかったようですね。いいえ、彼女の言うことは理にかなっているし。 心から幸せを感じていると思うわ。ただあなたは彼女は自分で人生をコントロールできるようになったと思っているけれど、それは現実を捨てて夢の中に逃げただけで、庇護を失えば瞬時に化けの皮が剥がれてしまう。ああ、だからセゾンフォルトライムね。まあ、ミスやドボプティア。まず、ヨーベルのゾ。結局彼女も部屋代について言及していた。そうでしょ。 しかし、私たちの思い描く楽園に終わりなどあるべきではない。Es vergeht draußen irgendwie genauso viel Zeit wie hier drinne。Und er vergeht hier irgendwie ein ganzes Leben und draußen irgendwie nur ein paar Minuten oder so. Nee, geht ja nicht. Ja, Botel und Danhang sind ja jetzt gerade da, ne? Die Events sind ja alle live. Ich wusste genau, wir müssen jetzt noch mit drei, vier anderen Leuten reden. Damit uns ja diese Nachricht hier so reingehämmert wird. Träume sind nicht gut. これはこれはロビンさん。お会いできて光栄です。あなたの言う通りですね。夢の中では時間が流れませんが、何度見てもまた新しいものを目にしたような気分になる。 素敵な考え方をする哲学者ね。お邪魔になっていないといいのだけれど。いいえ、私はもう長くありませんので、むしろ誰かと話ができるなら嬉しい限りです。ましてやあなたのような尊い女性が相手ならなおさら。よろしければ少しお話ししませんか。喜んでお相手するわ。 さっきもう長くないと言っていたわよね。失礼を承知で聞くけれど、あなたはそのためにピノコニアに来たの？そう、私は戦場に出たことがありましてね。そこで総空の母艦が出た際、放射線を帯びた鉄の塊に弾が落ちて。 その後、戦友はみんな死に、故郷も何度かの中性子線の爆発で溶けてなくなりました。何もかもを失い、この命も長くはありません。しかし、この地なら
まだ方法があると聞いて私はここに来たのです。なんていたましファミリーがあなたの苦しみを取り去ってくれることを願うわ。ファミリーはもう十分やってくれましたよ。心から感謝しています。彼らは私のために快適な部屋、全銀河の最先端の生命維持装置、 そして十分な数の介護士まで手配してくれました。今私の体は、ドリームプールに固定され、生命維持装置に頼って生きている。あなたの見ている姿も、ただ、ohne Arm und ohne Beine。ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Arme und keine Beine。entschuldige, ich vergaß。 私の本当の姿。ロビンさんには永遠に見ないでいただきたいものです。だからあなたは永遠にこの夢の中で生きていくつもりなの？だから死ぬね。生きているだけで幸運なので、夢か夢じゃないかはどうだっていいんです。どうせ 私に選択の余地なんてありませんから。私の世界はもともと不完全なものなので、次の瞬間消えてなくなってしまうかもしれません。だから、たとえ無境が偽りであったとしても、私にとっては楽園なのです。ここにいる一分一秒が愛おしい。 永遠に変わらないものが羨ましい。あのお年寄りのお話があまりにも悲しくて、この美しい夢が彼の幸せな思い出を残してくれてよかった。これがピノコニーの美しい夢が存在する意味です。でも美しい夢にも限界があるわ。 それは失意に暮れた人々が荒波を避けるための防波堤でしかなく、現実の苦痛を根本から断つことはできない。いずれすべてがうまくいきます。ピノコニーはすでに正しい道を歩んでいるのですから。Okay. Okay. Oh, trifft die andere Robin. Oh Mann. Ja, könnte das wohl sein? Oh ja. Fällt gerade auf, ich habe gar nicht das Thema, das ich mir festgelegt habe von der Aufnahme. Ich habe mir eigentlich. War mir eigentlich hier. Ja, nämlich aus Sparkle im Team. Okay. Das könnte interessant werden. あなたのトリックは私たちには通用しません。人を欺くことに長けた仮面の愚者も招待されていると聞いたけど、あなたのことみたいね。楽しんでいるかしら。 Ich habe irgendwie mal den maskierten Narren hier noch mal gegoogelt irgendwie. Hier ist Sampo, dieser eine Typ, der aussah wie Joseph Joestar, den wir ganz am Anfang getroffen haben. Der ist auch ein Mitglied von den maskierten Narren anscheinend. War es ein Spoiler? Ich kann mich nämlich nicht erinnern. なんで本人が帰ってきたら花火は用済み。あんなにファミリーを助けてあげたのに冷たい。花火に感謝してよね。もしハナビがこのゴタゴタに収集つけてなかったら、ピノコニーはとっくにめちゃくちゃになってたんだから。それはアイリスケ当主の個人的な要求であり、私たちには関係ありません。
ここから去りなさい。これ以上、調和セレモニーの邪魔をしないように。調和セレモニー？誰を脅してるつもりかな？花火は君たちの考えなんてお見通しなんだけどな。それはさておき、テバオちゃん。そっちの可愛いロビンちゃんはもう舞台に上がるつもりはないみたいだよ。君もわかってるよね。この美しい夢が調和の働きのもとでどんなに醜い姿を晒してるか。夢の地ピノコに君たち兄弟が欲しがってる楽園がこんな姿でいいの？黙りなさい。どうしたの、テバオちゃん。もしかして痛いところついちゃった？私たちの約束はあなたとは関係ないわ、愚者。早く出て行きなさい。さもないとファミリーが黙ってないわよ。あ、arbeitet sie nicht für die Familie。はいはい、もう行くってば。でもロビンちゃん、もう一度よく考えた方がいいんじゃない？夢の中で生きてる人たちは、本当の幸せを手にできてるのかな。花火のやるべきことは全部終わり。あとは本物の花火を待つだけだね。Oh Gott。最後の二つのプレゼント。Ganz Knöpfe, die sie verteilt hat, ne?もし運悪く調和セレモニーが開催されちゃったら、忘れずに会場で使ってね。絶対になくしちゃダメだよ。バーンってとっても刺激的なんだから。遠くで渡りガラスが鳴いている。もうすぐ夢の主が到着するんです。Ja, haben wir schon dauernd gesehen. Mal wissen, wer ist. Da ist auch irgendjemand, ne? Begrüße den Traummeister. Also, wo ist eigentlich die Welt? Den haben wir da auch gerade gesehen. Tokoro de Nisama. Mo amai mono wa tabe nakunatta tte. Honto? Kodomo no koro wa.よくデザートを取り合ってたのに、なんだか私が。Aber da wir jetzt Sparkle gesehen haben, wurde jetzt bewiesen, dass das hier echte Robin ist, ne? 一体何があったの？美しい夢の中でも常に目を覚ましているものが必要なのです。でもそれが兄様である必要も特定の誰かである必要もないでしょ？兄様は一人で抱え込みすぎだと思うわ。私たちが約束した楽園はこんなはずじゃなかったのに。ピノコニーはただの夢、現実の苦悩を消し去ったり本当の幸せを与えたりすることはできない。できるのは現実逃避の場を提供すること、ただそれだけ。さっきのお年寄りを覚えていますか？この夢がなければきっと今頃彼は取り返しのつかないことになっていたでしょう。Hey, jetzt voll in die Philosophie von Träumen eingehen, ne? ピノコニーがなくても、彼は人生を歩めていたかもしれない。Haben Sie noch nie über so tiefgründige Sachen nachgedacht? So, vielleicht ist ein Traum nicht so ein guter Zufluchtsort, ne? Oh. Ist das nicht offensichtlich, wenn du hier lebst? その生き方は退屈で困難なものだったかもしれないけれど、それももう関係ない。今の彼は昏睡状態の中で美しい夢という名のターミナルケアを受けている。そしてその結末はすでに決まっているわ。ピノコニーはそういう人たちに未来を与えたのかしら、それとも奪ったのかしら。その前にあなたは全ての人が未来に向かえるわけではないということを知っておく必要があります。人にとっての未来は鳥にとっての空に等しい。人が空を飛ぶことを鳥の天性だと思うのは
地に落ちて死んだ鳥を見たことがないからです。子供の頃に拾ったあのハーモニーピジョンを覚えていますか？私たちがそれをどうやって世話したのかも。私たちはあの子を大切に鳥かごで育てた。毎日餌をやり、水を替え、羽を整え、そして私がピノコニーを離れると決めた時、カゴの扉を開けて空に返したわ。あなたを悲しませたくなかったので手紙の中では触れませんでしたが、あなたがピノコニーを離れてから数日後、あの子はあなたの部屋の窓の前に落ちてしまったのです。Symbolisch。 なんとなくだけど予想はしてたの。そうじゃなければ兄様があの子のその後について一言も触れないはずがないから。結果は残念だったけれど、私はあの選択は間違ってなかったと思ってる。鳥はカゴの中で一生を過ごすために殻を破って生まれてくるんじゃない。たとえ飛べなくても彼らの居場所は空だもの。ですがそれが問題なのです。もしこの世に一生飛べないひな鳥がいたとしたら、私たちは空こそが彼らの居場所だと断言していいのでしょうか？兄様は人間もそうだって言いたいの？Deswegen sage ich ja symbolisch。請求列車がいい例でしょう。七死人は各世界を結ぶために多大なる努力を払い、高い名声を得ていますが、そのような苦しみを続けているものはごくわずかであり、一様にただ人ではありません。開拓の道は決して凡人に背負えるものではない。そうでなければなぜかの運命は一度レールが断たれ、列車は廃棄され、アイオンも消失したのでしょうか？そんなのへりくつだわ。その理論で行くなら、oh, man. 未来は英雄たちの特権ということになるじゃない。Sagt er, er ist ja Bösewicht。残念ながらそれが現実なのです。未来の別名はまさに自己価値。世の中には確かに英雄が存在し、人々は彼らに憧れ賛美していますが、ほとんどの一般人は生涯英雄になることはできません。生まれつき弱いもの、後天的に不幸に見舞われたもの、卑劣と臆病の前に屈したもの、いろいろな人がいますが、生存というテーマの前では誰もが平等で、自分の価値が略奪され続けるのを見ていることしかできない。Oh man, in seinem Villain Arc. So. Ist im vollen Gange. 私たちは弱者に愛情と配慮、そして十分な援助。Ich glaube, der wurde auch noch nicht als Charakter angekündigt, ne? Das ist auch schon so eine Red Flag irgendwie. Robin wurde schon viel früher angekündigt, dass sie irgendwann mal spielbar wird. Von ihm haben wir noch nichts gesehen, so glaube ich.調和の志は遠大ではありますが、この憂いのない夢の中でも強者は常に強く、弱者は常に弱い。人間の性には偉大な側面があると同時に、どうしても消せない弱さもあるのです。突き詰めれば、人間は生存すら保証されていない状態では雲をつかむような未来など語れないということ。世界に自然淘汰の法則がある限り、必ず地に落ちる雛鳥はいるのですよ。人々が未来のために生きていないなら、彼らはただ生きるためだけに生きているというの？調和でも弱者を苦境から救えないのなら、どのアイオンなら私たちの理想を叶えてくれるの？人々はいつも忘れてしまう。かつて最初の鳥が空を飛んだ時、世界が期待したのはもう二度と雛鳥が地に落ちなくなることだった。
der wird so weit von der Bösewicht am Ende des Spiels. Am Ende von diesem Pinakoni Arc. Ich habe keine Trinkflasche hier. Entschuldige mich, ich hole mal kurz eine Flasche Wasser. Nein, nicht weitermachen. Ich will doch nur einen Schluck trinken kurz. もちろんあるけど、それには君の願いも、みんなの願いも含まれてるんだ。誰もが安らぎを得られる本当の楽園が欲しい。それが僕の願いだから。そしたら、その中にステージ。Vielleicht ein gut wieder arglos Mädchen und gutgläubiger junger Schild, wo es ziemlich offensichtlich ist, dass es die beiden sind, ne? Chaos der Harmonie. Ich habe gesagt Chaos der Harmonie. Was? Harmonisches Chaos. Genau. Die aufbauende Zerstörung. Die existierende Nichtigkeit. Okay, zurück zu uns. Alles klar. Ach, das ist eben schon bis zum Harmoniefest. Wir haben einen alten Mann getroffen. Warte mal, er war auch dabei, oder? Wir haben nur diese Blase berührt und haben nichts gesehen, ne? 投資を抱くのはいいことだ。ただミハイルがあんたらに残した道は生易しいものじゃない。そうでなければあの人が孤独の中で眠りにつき未来の七人々にすべてを託す必要もなかった。幸いあんたらは。Irgendwelche namenlosen? Hallo? Ein bisschen mehr Respekt. Soll ich dich mit meinem Baseballschläger? 励ましとして受け取っておくよ。これは私の推測だけど、ベルトが交渉に参加するだけじゃ足りないと思うの。そもそもも相手が素直に応じるかどうかは別として、交渉自体私たちに相手と対等に振る舞う機会を与えるだけで優位に立たせてくれるわけじゃないわ。ピノコニーは相手のホーム。それに比べて私たちが使えるカードは最初から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  Glühwürmchen ist ja ein Stellar One Hunter. Also hat Kafka, Blade, Silberwolf tauchen auch hier auf irgendwann. Nein, Gewalt. Ausgerechnet du? Natürlich tust du das. Also, ich glaube, da wäre mehr so sarkastisch. So. Ja, natürlich tust du das. 調和セレモニーが始まる前にセレモニーを盛り上げるためのオーディションが開かれるらしいよ。セレモニーオーディションだったかな。それで優勝すると
スターオブザフェスティバルの称号がもらえて、ロビンさんと直接会えるんだって。でも重要なのはそこじゃなくて、うちらが普通の観客よりも先に大劇場に入れるってこと。それでどうすればそのセレモニーオーディションに出場できるの？実はロビンさんのファン限定グループで何枚か特別招待券をゲットしたんだ。実はうち ずっとこのオーディションのために準備してたんだ。でも今の状況を考えると、そこで運よく目立てたとしても、ロビンさんと握手するチャンスはないだろうな。まだそんなことしてたのか。もともとはミハイルが人目を引くために始めたおふざけだったんだがな。まあ試してみる価値はありそうだ。ミツキちゃんの言う通りにしてみましょう。ギャラガー、 あんたは私たちと一緒に行く？いや、おそらく俺にその時間はない。虚構の人物として俺は最後の任務を終えた。キノコニーが夢から覚めることができるかどうかはあんたら次第だ。もしまた会えたらぜひ列車に遊びに来てね。わかった。その時は列車のアーカイブに もう少し情報を追加してやろう。え、そして蛍、ここまで助けてくれてありがとう。大きな脅威を前にした今、請求列車と性格ハンターという間柄とはいえ、目的が一緒ならあんたの力を借りたいわ。せっかくここまで来たんだもん、私も一緒にピノコニーでの旅を続けたい。 Ich verstehe sowieso nicht, warum die, ja okay, die Star Hunter sind alles Verbrecher, die sind alle wanted hier in der Galaxis, deswegen nicht. Deswegen verstehe ich sowieso nicht, warum sind die dann auch hinter Star Hunter? Dann ja, die haben die irgendwelche bösen Absichten, ich weiß das nicht, das weiß man noch alles nicht. Oh, neues Gebiet. Geile Mucke im Hintergrund. Natürlich. Ich finde das Design von dem Hauptcharakter in diesem Spiel cool. Mit so einem coolen Mantel oder Jacke an. Hundertprozent. Journalist der Jagd. Ich jage andere Journalisten. Alles klar. Wow, dein Mikrofon ist gerade in deiner Hand gespannt. Ja, sieht aus wie mein altes Mikrofon. Wie genau sind wir jetzt hier reingekommen? Sind wir jetzt einfach hier im Casting? Was? Ist das nicht der Typ von den Münzen, die man hier sammeln kann, die Eidenmünzen? Oh, der geile Meister Aiden Leder. Die schaut hier noch nicht mal an. Ich
Und sie ist bitte lächeln. Hallo zusammen, ich bin hallo zusammen. Hallo, ich bin Daniel und das ist 7. März. Ich war in einen Eisblock gefangen. Das ist das nicht gefährlich? Dieser Steckbrieflich gesucht, ne? Also Kafka, Blade und Silberwolf sind auf jeden Fall gesucht. Von denen hängen Plakate auf dem letzten Planeten. Okay. So, oh, neue Musik. Oh, Quest abgeschlossen. So, Perspektive gewechselt. So, lass mich erstmal hier umschauen. Boah. Man macht mich voll. Würde mich voll nervös machen, wenn die Bildschirme hier so auf mich zukommen würden. Hey, was haben wir denn hier? Mal zerren. Hier gibt es wieder neue Vögel, ne? Wir sind hier im neuen Gebiet wahrscheinlich, ne? Also, ganz offensichtlich. Leg dich beim Bauch. Leg dich beim Bauen dieser. Oh, egal. Ich habe ganz klar, leg dich mit dem Bauch auf diesen Lautsprecher. Tut mir leid, habe ich dich gestört, Pipi. Ihr seid ziemlich laut. Selbst wenn du dich zum Singen hier drin versteckst, können sich die anderen Vögelchen nicht hören, Piep. Was? Das ist wirklich zu laut. Ich kann mich nicht mal selber singen hören, Piep. Was? Klingt ganz okay. Kannst du das etwa hören? Wie peinlich, Piep. Sieh mich nicht so an. Ich will einfach nur ein Loch finden, in dem ich mich versinken kann, Piep. Was? Aua, aua. Lass doch mal so ein Bildschirm vorbei, kriegst du voll einen gegen die Birne. Hm. So. Einsammeln. Lore, wie ich mir nicht durchlesen werde. Ein Sticker, ne? Du willst ein festlicher Superstar werden, dann melde ich jetzt an. Die einmal und dauert nur eine Sekunde, aber Erfolg wird ewig. Sehr cool. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. So von mir nicht sehen, ich sind einfach mal hier drinne. Also Typen, die ja so Öhrchen beim Kopf haben, mit denen kannst du ja so Emotionen ändern. Ja, da mache ich mal. Ich mache das überhaupt nicht offscreen, ne? Weil ich irgendwie nicht weiß, welche ich schon manipuliert habe und welche nicht. Macht es ein bisschen verwirrend. Ey, yo. Hallo, willkommen beim Origami-Vogelrennen. Ich wünsche dir viel Erfolg, Piep. Sehen wir uns mal deine Flügel an. Oh, du musst zum Zuschauen gekommen sein, Piep. Aber selbst wenn du nicht teilnimmst, darfst du jetzt mit den Tränen nicht schleifen lassen, sonst wirst du von Stone nur rumgeschubst, Piep. Oh, da drüben ist noch ein Vögelchen, das so aussieht, als könnte es Hilfe brauchen. Bis später, mein flügelloser Freund. Wo? Okay, Sicherheitszone verlassen? Oh nein. So, nein, ich wollte nur aufheben. Ist eine Anspielung an Haribo? の人々の諸君、君たちの来訪はピノコニーができた当初の盛況ぶりを思い出させてくれる。あの時の私はまだ若く、彼らの報告を見て情熱を持って故郷を離れ、ここに来て人生を築くための元手となる金を稼いでいた。ボーエン、現地のインパクトはフォンタね。アンスピロンがフォンタ。 スーサさんの命に命を救われた。それ以来、その甘美な味は私の脳裏に深く刻まれ、現在のスラーダを生み出すきっかけとなったのだ。夢を追う時代、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 夢を
この熱さ会場はその可能性に満ちた時代を記念するために作ったのだよ。君たちが最後まで勝ち進み、新時代のピノコニーのスターになることを心から願っている。では、試合を始める前に何か言っておきたいことはあるか？ Wir werden garantiert gewinnen. さすがは勇敢に前進を続ける開拓者だ。みつきなのかさ。しょ、どうにしまいえん。これからクリアスピードの記録を塗り替えるスーパーみつきなのかの大冒険をお楽しみに。未知なるものを開拓して極限に挑戦する。さすがはみつきなのかさん。ホタルさんは旅の終わりにみんなが それぞれ望む結末にたどり着けます。ティショット、満足、ich könnte schon wieder früher anders geredet。Das wäre sie getroffen haben。姫子さん、君は自分のチームに何を期待している？Sie tun ein bisschen vorsichtiger irgendwie reden、habe ich so das Gefühl。とても素朴で温かい言葉だな。君たちを待ち受けるのは3つのステージだ。どのステージもその時代に関係していて。 最初の2つのステージにはそれぞれ2つのルートがあり。ああ、すかさ。ルートにはユニークな挑戦が用意されているぞ。そして最後のステージでは今もその地位を守り続ける守護者、高貴で品格のあるチャンピオンに挑むことになる。だ、めっちゃ、しゃいるんかわかったね、わけん。勇者諸君、わかったかな。それでは Ich finde das so schlecht, dass heutzutage überall ein Trademark oder ein Copyright-Symbol ist. Es ist wortwörtlich überall ein Copyright-Symbol heutzutage, ne? Ich habe ja gerade die Hülle von Final Fantasy 7, da steht Final Fantasy 7 Trademark 7 Rebirth. Dann guckst du dir das Logo an, dann steht da auch Final Fantasy 7 Trademark 7. Ich bin da zum Kotzen. Ruiniert meine ganze Immersion irgendwie. Man weiß doch, ist ja klar, dass alles kopiergeschützt ist und so, ne? Aber muss das immer so auf den Titel von irgendwas irgendwie sein? Ich finde das zum Kotzen. Ah, ich habe gar nicht zugehört. Dann machen wir jetzt auf deine Art. Mir wird es ein Kinderspiel. Okay. So, da wollte ich einsammeln. Hier zum ersten Bühneneingang. Und da ist der Vogel für dieses Gebiet. Was kriegen wir hier? So, oh. Hier kriegen wir das hier. Ich glaube, das Ding bin ich am benutzen. Habe ich halt auf Sparkle nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Ding benutze ich. Ich benutze das Ding nicht, ne? Hier ist es. Habe ich das schon? Hier ist es. Nein, ich benutze das nicht. Nein. Für die Harmonie. Aber Sparkle habe ich. Was habe ich denn Sparkle gegeben? Wollte ich Sparkle nicht dort geben? Nur Sparkle zu Dingen. Habe ich ein 5-Sterne-Ding gegeben? Ich weiß es nicht. Da, sie hat das hier. Das nächsten aktiven Verbündeten. Sagen Sie, fallen Sie hier über Triggers. Ja, okay, sie hat ja keine. Das ist Standardangriff zu erhalten. Alle Verbündete kindliches Gemüt, wo ich der Schaden des jeweiligen Verbündeten an. Aber sie greift damit gar nichts davon an. Neu. Weil diese Vögel. Ein bisschen betrunken, ich treffe die Meister gar nicht. Disqualifiziert, da stelle alle besonderen Ballons von Stone auf dem Platz der Vorauswahl. Okay, nein, habe ich jetzt verloren. Jetzt habe ich bestimmt irgendwo noch ein Vogel. Pass auf. Tisch.
Irgendwo ein Vogel hier, rote Limonade. Wir haben 10 Tonnen der Ophrien als Stilaron. Okay. Oh, das war ein Knopf. Wie hast du dich bitte schön in dem Wasser da versteckt? Ein Schlür, was glotzt du denn so? Hast du noch nie einen Vogel beim Wasser trinken gesehen? Piep. Clocky kann Stone verprügeln, sobald er etwas Seelenfroh getrunken hat. Und auch das Rennauto ist schneller mit seelfrohem Tank. Na so ist, dann muss ich wohl nur genug seelvoll trinken und werde schnell wie eine Rakete. Ich werde Boss Rot im 0, nichts abgehängt haben. Piep. Schau dir das an. Dieser Supervogel lädt den Turbo ein. Piep. Und dann ist er. Dann ist er irgendwo reingeflogen und ist gestorben. So. Mein Gott. So. Ah, ich bin mit Glühwürmchen im Team. Oh, Action. So weit von Action. Oh, Lass mal glauben, ihr Skripte sammeln oder Gegner verprügeln, ja. Okay. Boah. Zu welchem Planeten schießt ihr uns denn? Ja, drückt den Button auf der Fahrbahn, wäre das Gelände für die Herausforderung. Hm. Oh, welcher ist denn jetzt welcher hier? Traumschiff, fantastische Action-Herausforderungen. Ich will mal für etwas Action. Ich meine, andere kann man so auch noch später machen. Boah, schon wird die alle fertig machen. So, schon wieder. このステージのルールを紹介しますね。はい。この先には全部で3つの舞台があり、それぞれの舞台には挑戦が用意されています。挑戦相手の敵はいずれも夢追い物語に登場する悪役ですので、素早く敵を倒して新記録を打ち立ててください。シネルンエンチーム。このステージの最高記録は赤髪の選手が打ち立てたものです。彼は全ての敵をなんと 5 Minuten durch den Tanz. Ist das hier der eine Typ hier von den Rittern der Schönheit? Und den gab es eine Companion Quest. Sie haben die Spyro-Musik hier. Was ist der Pokémon? Dieser Kampf ist gesponsert von Seelfroh. Oh, komm her. Oh. So. Natürlich kommt ja alle vor mir ran. So. Boom. Level 8. Meiner Level 80. Robin. So, ey, ihr seid neue Gegner, sehe ich gerade. Diese Dinger auf der linken und rechten Seite. So, jetzt habe ich leider nicht so ein Team, das hier alle Atron so komplettiert, aber was soll's. Ich habe 2 Leute, die irgendwie Leute buffen. Na, verdammt. Na.
Und jetzt setzt Gesicht. Den Angriff habe ich ja schon übrigens maximiert. Jackpot. Kleiner Preis, Fertigkeitspunkte hergestellt. Sehr cool. Oh, da ist wieder ein Rätsel, sehe ich. So, aber mehr kriegen wir ja, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ey, yo, was geht? Piep, bist du auch für den großen Showdown hier, mein Freund? Wer wird deiner Meinung nach gewinnen, Piep? Dieser Hund dort in den Aufstellung mit seinen kräftigen Beinen und diesen selbstbewussten Ausstrahlung muss er ein richtiger Profi sein. Ich habe den schon erledigt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Gegner schon zu Beginn des Spiels vor Angst schottern würde. Party Show ist vorbei, Piep. Ich gehe besser leiser und drehe jetzt 10 in anderen Sets, Piep. Sie hört sich an wie ein Spiral. So, machen wir noch ein Rätsel. Da muss ich so schwierig sein, ne? Tick-Tack. Ein nicht wirklich cooles Hümpf kommt über seine Lippen. Erscheint Hanu nachzuahmen. Hümpf. Nicht mehr lange. Es kann nur ein geben. So, warte mal hier. Ach, das hier ist das. So, wie kriege ich dich hier rüber? So, ne? Irgendwie. Ja, warte. Oh, jetzt ja noch, warte. Wie komme ich denn da oben an? Irgendwie da. Oh, okay. Da war ein bisschen unbeabsichtigt, aber okay. So. Stimmt hier, ne? Ja, warte. Da war was. So. Nein. Boah. Ne, warte hier. Hier, ne, warte. Ich nur irgendwie da hinkommen. Da. Warte. Ja. Okay. Tick-Tack. Wieso müssen wir Clocky und nicht Hanno spielen? Das Schicksal ist von Geburt an vorbestimmt. Eine absolute Tragödie. Ich frage mich, ob das auch für Menschen gilt. Okay. So, ich würde aber sagen, das war's dann. Heute, aber ich habe noch hier was. Oh, ich habe Erfolg bekommen. Jackpot, bin die Truppe der Albträume. Es war noch einmal Erfolg zu spielen. Okay, so ich habe nämlich so, ich habe jetzt 12 Dinger, aber die will ich nicht benutzen. Wo habe ich die alle bekommen? Wenn ich irgendwo habe ich die ja bekommen, ne? So, aber ich habe hier 11 Dinger, ne? Weil wenn man hier Charaktere zum bestimmten Level hier hochlevelt, ne? Dann bekommt man hier, kann man auch hier sehen eigentlich, ne? Ja, alle 10 Level, alle 20 Level meine ich, bekommt man ja so ein Ding in hier, ne? Zum Gacha spielen. Und man bekommt so ein Ding einmal wöchentlich, wenn man hier simulierte Universum spielt. Also ja, man bekommt mindestens einmal pro Woche so ein Ding. Und wenn man Charaktere hochlevelt, auch noch ein bisschen, ne? Und worauf ich hinaus will, jetzt ich habe ein paar zusammengekratzt. Ach ja, und ich den hier. Hier kriegt man auch manchmal hier diesen Battle Pass hier, ne? Den man ja leveln kann, ne? Da kriegt man auch immer ein paar. Ich glaube, da kriegt man 5 Stück pro Saison. Also ja, an den Dingern mangelt es nicht. Worauf ich hinaus will jetzt, ich habe genug Dinger und ich würde sagen, wir spielen einmal Gacha, ne? Am Ende des Tages, ne? Mit der Gacha sind wir fertig. Nächste Woche wird, glaube ich, Bootle freigeschaltet, freue ich mich schon drauf, ne?
weiß nicht, ob ich für dem Spiel, ich habe das irgendwie so, ich rechne irgendwie mal, warte mal, ich muss mal rechnen. Ich habe direkt aufgehört, nachdem ich sie bekommen habe. Das heißt, ich bin wieder bei 0. So, alle 90 Puls kriegt man garantiert einen 5-Sterne-Charakter, wenn nicht sogar früher. Also muss ich eigentlich nur rechnen. Ne? Ich habe also 90 mal, ich habe ja gerade einen Rechner offen. 90 mal 1600, so viel kostet nämlich ein Pull. Bum, 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 bum. Das heißt, ich brauche 9 mal 1600. Ich wollte schon sagen, ich habe so eine riesige Zahl jetzt hier bekommen. 9 mal 1600. 14.400 brauche ich, um einen Charakter zu bekommen, ne? Und jetzt nehmen wir mal an, ich verliere meine Pili und ich muss noch mal 90 spielen. Dann brauche ich doppelt so viel, ne? Das heißt, ich brauche mindestens 28.800, um einen Charakter zu bekommen, ne? Wenn ich ganz viel Pech habe, ne? Das heißt, alles darüber kann ich ausgeben. Das heißt, ich kann so ein paar Puls hier für Botel rein spendieren. Ne? Solange ich über 28.800 bin, plus die 10 Dinger, die ich jetzt hier noch habe, ne? Also ja, ich kann mich ein bisschen austoben noch, ne? Weil ich weiß, Glühwürmchen kommt, glaube ich, in der übernächsten Gacha. Für die will ich genug haben. Da will ich aber ganz sicher gehen, dass ich genau 4 Punkte habe, ne? Aber ich habe nur so ein bisschen Freiraum, so was ich hier machen kann, ne? Solange ich über 28.800 bin, ne? Was gut ist, ne? Das heißt, wir können uns ein bisschen austoben, ne? Gut, aber das ist jetzt egal. Wir machen jetzt erstmal hier, ne? Und gucken wir mal, ob wir hier was bekommen, ne? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bekommen habe. Aber gucken wir mal, ne? So, das ist die Standard-Gacha. Wir können ja diese Charaktere alle bekommen. Ich hätte gerne Welt. Das ist der einzige Charakter, der mich hier noch interessiert. Alle anderen. So, ihn habe ich nicht. Und sie habe ich nicht. Obwohl Himeko ist eigentlich auch sehr gut. Vom Gameplay her. Die ist irgendwie, sie hat eine super geile Synergy mit Hertha, mit Folgeangriffen und so. So, alle anderen Charaktere habe ich hier schon. So. Na gut, hoffen wir mal. Vielleicht kriege ich ja Welt, ne? Das wäre natürlich super, ne? Oder vielleicht kriege ich. Wer weiß, ob ich überhaupt irgendwas bekomme. 5 Sterne mäßig, ne? Aber egal, gucken wir mal hier rein, ne? 3, 2, 1. Los. Irgendwas. 4 Sterne. Okay, wir kriegen keine 5 Sterne. Kein Welt. So. Aber irgendwas anderes Cooles, bitte. So. 2, 3, 4, 5. So, Luca, den habe ich schon komplettiert und den benutze ich nicht. 7, 8, 9, 10. Leider nichts bekommen. So, Luca habe ich schon alles maximiert und ihn benutze ich nicht. Das heißt, ich kriege irgendwie ja so Entschädigung dafür, ne? Ihn habe ich schon. Wer ist eigentlich auch cool, benutzt seine Fäuste zum Kämpfen. So, also ich habe heute vielleicht gerade nichts bekommen. Schade. Aber was ich hier noch machen kann. Ich habe 600 Punkte hier. Ich könnte hier, wenn der Shop hier auftauchen würde. So. Ist mein Internet schon wieder weg? Jetzt würde ich doch rausgekickt werden. Hallo? Shop? Na gut, mach ich beim nächsten Part dann. Keine Ahnung. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wo wir ja weiter Pinakuni erkunden und dann dieser Casting Show hier teilnehmen. Wir müssen noch gegen andere Gegner kämpfen. Da sehe ich schon einen Boss, auch Mann. Und ja, gucken wir mal, ne, wie es hier weitergeht, ob wir es hier zum Superstar Blazer schaffen. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Abo, ein Like oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.